Bei mir im Studio ist jetzt Daniela Will. Also am Freitag, am 27. August, soll Berichten zufolge die Luftbrücke enden und damit auch die Evakuierungen. Wie viele konnten denn bisher schon gerettet werden von der Bundeswehr? Genau, die Bundeswehr, du sprichst es schon an. Wir schauen erstmal darauf, was die Bundesregierung, also Deutschland, da bisher so geschafft hat. Und wir haben ja am Anfang mitbekommen, dass das Ganze ziemlich schleppend losgegangen ist. Auf dem ersten Flieger aus Kabul waren gerade mal 7 Menschen, die evakuiert werden konnten. Und dann ja, ist das Ganze ziemlich schwankend hoch und runter gegangen. Also wir sehen hier nochmal pro Tag die einzelnen Passagiere beziehungsweise die Anzahl der Passagiere, die auf einzelnen Fliegern waren. Ich habe es gerade angesprochen, am Anfang erstmal die 7, aber dann mindestens 125, 135 und dann auch jeweils über 200 über die Tage verteilt. Aber auch da gab es dann wieder mal, sagen wir mal, nicht so erfolgreiche Missionen, in denen dann 7, 8 oder nur 20 Menschen das Land verlassen konnten. Insgesamt, Stand jetzt, hat man über 4.600 Menschen evakuieren können und es kommen natürlich ständig neue dazu. Die Zahlen steigen also weiterhin, aber es bleibt natürlich auch nicht mehr viel Zeit. Wir haben es gehört, schon diesen Freitag soll die Mission eingestellt werden. Und wir haben ja aber auch gehört, dass nun eine größere Gruppe an Personen, an Ortskräften zur Rettung berechtigt sein soll, zur Rettung aus Afghanistan. Am Anfang hat man so mit 10.000 Menschen, die wohl nach Deutschland kommen sollen, gerechnet. Diese Gruppe dürfte sich jetzt noch mal vergrößern. Um wie viele weitere Menschen, das ist unklar. Da, was wiederum klar ist, die Zeit, um diese Menschen zu retten, die ist knapp. Und dann gibt es ja auch andere Nationen, die eben Menschen, Ortskräfte evakuiert haben. Andere Nationen, die teilweise jetzt schon früher noch aus Afghanistan abreisen wollen. Was haben Sie denn geschafft? Wie viele Staatsangehörige, wie viele Ortskräfte konnten Sie retten? Also insgesamt kann man sagen, über diese Luftbrücke, die ja wirklich eine gigantische internationale Anstrengung ist, sind über 70.000 Menschen gerettet worden. Und wie groß eben diese Anstrengung ist, wie erfolgreich diese internationale Bemühung war, das wollen wir uns jetzt hier nochmal anschauen. Ich habe die Weltkarte mitgebracht. Auf der Karte sehen wir auch die Nationen schon mal markiert. Ein Teil davon, muss man sagen, denn es ist eigentlich noch viel mehr dabei, der da mitarbeitet. Und das sind natürlich federführend die USA und wir wissen natürlich auch die Bundeswehr. Also Deutschland hat eigens Menschen ausgeflogen, aber auch Frankreich, Belgien, Italien, Großbritannien. Also das heißt, wir sehen eben auch viele europäische Mächte, die da zusammengearbeitet haben. Australien, Neuseeland, also von dort aus wurden auch Hilfsbedürftige aus Afghanistan, aus Kabul beispielsweise herausgeflogen. Und wir sehen aber eben auch, es gibt andere Nationen, mit denen wurden Verträge geschlossen, die dann teilweise als Knotenpunkte, als Drehkreuze fungiert haben. Wir kennen das bei der Bundeswehr. Taschkent in Usbekistan ist da eben eine Stelle, die man angeflogen hat. Und zum Beispiel auch in der Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate. Das sind also alles Nationen, die zusammenarbeiten. Insgesamt 26 Nationen verteilt auf 4 Kontinenten haben diese Luftbrücke gestemmt und damit ist es eine der größten internationalen Luftbrücken der Geschichte. Und wir wollen noch mal ganz kurz drauf schauen, wie erfolgreich die bisher eben war, welche Nationen wie viele Menschen ausfliegen konnten. Die USA haben hier ganz klar den Mammutanteil mit fast 59.000 Passagieren, Hilfsbedürftigen, größtenteils Afghanen, aber eben auch anderer Nationalitäten, die sie aus Afghanistan herausgeflogen haben. In Deutschland, die Zahl haben wir gerade schon gehört, fast 4.600. Frankreich ca. 2.000 und Großbritannien ungefähr 9.000 Menschen. Ja, und das haben wir auch gerade angesprochen. Diese Aktion, diese Luftbrücke, die soll jetzt beendet werden. Die USA wollen sie bis zum 31. August beenden. Aber in anderen Ländern, Großbritannien und auch der Bundesrepublik, soll es schon früher ein Ende geben. Dankeschön, Dani, für diesen Überblick.